Jo, hi Leute und herzlich willkommen in diesem neuen Video. Und ich wollte mal vielen, vielen Dank sagen an die ganzen Abonnenten, was neu dazukommen sind. Herzlich willkommen auf meinem Kanal und ich wünsche euch viel Spaß bei den ganzen Videos und beim Nachmachen. Ja, und wenn ihr so leckere Buffets machen wollt, bleibt dran, ich zeige euch, wie es geht. Los geht's! Für die Buffets brauchen wir 8 Scheiben Brioche-Brötchen, beziehungsweise könnt ihr auch Toastbrot nehmen oder Weißbrot. Dann brauchen wir 125 ml Milch, 2 Eier, eine Packung Vanillezucker, einen Schuss Rum, Öl zum Rausbacken, Staubzucker zum Bestreuen und für die süße Füllung nehmen wir heute die Erdbeermarmelade dazu. Optional könnt ihr natürlich eure Lieblingsmarmelade nehmen. Und wir nehmen noch Nuss-Nougat-Creme. Als erstes geben wir das Ei in die Schüssel. Danach die Milch, Vanillezucker und den Schuss Rum. Jetzt verquirlen wir das Ganze. Stellen wir das auf die Seite. Als nächstes bestreichen wir das Brioche-Brötchen. Das kann schon etwas dicker gestrichen sein. Jetzt nehmen wir ein anderes Brioche-Brötchen und setzen es drauf. Gut zusammendrücken. Jetzt bestreichen wir die nächsten 2 mit Nuss-Nougat-Creme. Wieder Deckel drauf. Jetzt stellen wir eine Pfanne auf und geben das Öl hinzu und erhitzen das Öl auf 160 Grad circa. Die Temperatur messe ich mit so einem Thermometer. In der Zwischenzeit können wir uns ein Gefäß herrichten, wo wir die Buffesen dann abtropfen. Mit einer Küchenrolle auslegen. So, 160 Grad sind erreicht. Jetzt geben wir die Scheibe Toastbrot bzw. geben wir die Buffesen kurz in das Milchgemisch rein. Nicht zu lange, sonst waren sie zu lapprig. Dann in das Fett. Und braten sie goldbraun heraus. Kurz wenden, bis sie goldbraun sind. Wenn sie goldbraun gebacken sind, geben wir sie oder lassen wir sie dann abtropfen. Jetzt werden wir das Ganze anrichten und dekorieren. Jetzt nehmen wir den Staubzucker. Über die Buffesen noch Staubzucker. So könnt ihr das servieren. Natürlich könnt ihr auch die Buffesen mit Vanillesauce servieren. Ja Leute, das waren die Buffesen. Ganz einfach zu machen, ein schnelles Essen und es ist sau lecker. Bei der Marmelade könnt ihr natürlich raussuchen, was ihr reingibt. Und ich wollte mal vielen, vielen Dank sagen an die ganzen Abonnenten, was neu dazukommen sind. Herzlich willkommen auf meinem Kanal und ich wünsche euch viel Spaß bei den ganzen Videos und beim Nachmachen. Ja, noch wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Ciao.